So, was haben wir hier? Oh, da schon wieder. Das übliche. Ach, da war's gerade. Ah, okay. Man soll natürlich nicht die falschen finden. Oder überspringen. Dann kriegt man einen abgezogen. Das, dieses Hacken ist echt... Ja, naja. Das Maus ist irgendwie so langsam. Ja, vielleicht ist es so besser. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Hm, die sind zuversichtlich gewesen, mich aus dem Tod zurückzuholen. Ist interessant. Hat jedenfalls geklappt. Teufel persönlich zurückgeholt. Hier ist nichts. Ne. Shuttlebucht. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Ich hatte immer das Gefühl, Wilson würde nur auf eine Gelegenheit warten, mir in den Rücken zu schießen. Gute Instinkte. Manche Leute sind einfach zu vertrauensselig und merken es erst, wenn es zu spät ist. Kommen Sie, schnappen wir uns das Shuttle und dann nichts wie weg von hier. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Das ist Zeitverschwendung. Ich fühle mich so gut wie immer. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Laut Unterlagen waren Sie das Kind von Raumfahrern und wuchsen hauptsächlich auf Schiffen auf. Sie haben sich zum Militär verpflichtet
und für den Kampf gegen Batarianer beim skillianischen Angriff einen Orden erhalten. Erinnern Sie sich daran? Ich wäre um keinen Preis vor diesen verdammten Sklavenhändlern davongelaufen. Wie auch immer, es war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Freunde von mir waren auch dort. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Wurmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie ihn zurückgelassen? Das Kommando zu haben heißt manchmal, Befehle in dem Wissen zu erteilen, dass eigene Leute dabei sterben werden. Das darf aber keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Shepard, denken Sie an die Citadel. Nachdem der Rat auf der Destiny Ascension gestorben war und Sie Saren getötet hatten, was ist dann passiert? Der Rat war tot und die Menschheit übernahm die Führung. Ein neuer Rat wurde gebildet. Ich habe Botschafter Udina als Vorsitzenden empfohlen. Ja, Botschafter Udina ist jetzt Ratsherr Udina. Er hat die Interessen der Menschheit einwandfrei vertreten. Ich bin nicht sicher, ob er genug getan hat. Aber so ist eben die Politik. Ihr Gedächtnis scheint in Ordnung zu sein. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Das ist echt interessant. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Ja, der Unbekannte kann mich am Arsch lecken. Im wahrsten Sinne. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ich finde das hier allerdings wesentlich cooler. Wir haben jetzt diese Panzerung. Oder diese. Ich finde diese aber cool. Wir können Helm nehmen. Und wir können dann später die entsprechend individuell ausstatten. Zum Beispiel auch das Material können wir ändern. Ja, dann nehme ich mal dieses hier. Das ist ein bisschen dezent. Die Farbe können wir verändern. So ein dezentes Rot ist, glaube ich, nicht schlecht. Oder schwarz. Schwarz passt immer besser. Ja. Informelles Aussehen könnte man so nehmen. Das finde ich als, würde ich als hässlichstes Outfit betiteln. Ja gut, wer es aber mag. Nee, ich spiele so den bösen Imperator. So, anwenden. Kann ich hier die Waffe ziehen? Nee. Der Unbekannte. Sieht aus wie ein leerer Raum. Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Wie ich hörte, habe ich Sie ein Vermögen gekostet. Warum haben Sie das getan? Für den Schutz und den Erhalt der Menschheit. Ich habe nicht 2 Jahre und Milliarden von Credits in Ihren Wiederaufbau investiert, um sie als einfachen Soldaten dienen zu lassen.
Aber die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Mir sind ein paar Upgrades aufgefallen. Hoffentlich haben Sie nichts wirklich Wichtiges ersetzt. Wir haben versucht, Sie so weit wie möglich unverändert zu lassen. Ich brauche Sie, Shepard. So wie Sie beim Sieg gegen die Sovereign waren. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Irgendwie bin ich jetzt durcheinander. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen Sie die Allianz mobilisieren. Die Allianz ist durch die Verantwortung, die Sie ihr aufgebürdet haben, überfordert. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen, um Ressourcen in die Verifizierung der Reaper-Bedrohung zu stecken. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Das dreht. Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Wenn Sie hinter den Reapern her sind, zeigen Sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass Sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden Sie briefen. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Ich beschaffe, was Sie suchen und komme sofort wieder zurück. Freut mich, das zu hören. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Ja, wir haben erstmal eine Aufgabe. Wie gesagt, wenn ihr andere Dialoge hören wollt, spielt das Spiel selbst. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Was ist los, Lawson? Sind Sie besorgt, dass Sie nicht mehr seine Nummer 1 sein könnten?
Ich habe meinen Wert für den Unbekannten bereits bewiesen. Warten wir ab, ob Sie dazu auch in der Lage sein werden. Sind Sie immer so zickig oder liegt es an mir? Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Max und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Cerberus hat mir meinen Körper zurückgegeben. Dafür haben Sie zumindest eine Chance verdient. Eine Chance. Aber Sie sind immer noch nicht überzeugt. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie gehören zu Cerberus, also werde ich auch Sie im Auge behalten. Schon okay. Ich kann kein Vertrauen erwarten, nur weil ich darum bitte. Ich muss es mir verdienen. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Ich hätte eigentlich dieses Spiel nicht in Erinnerung, dass irgendwelche Bugs auftauchen, aber gut, ich habe einen gefunden. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Okay. Genau, das ist vorerst alles. Wir haben eine Mission. Und ich weiß nicht, wie ich die aufrufen soll. Ich glaube so, ne? Genau, wir haben keinen Auftrag. Das wird 100% noch kommen. Wir sind noch im Prolog. Ah ja, das Schiff wartet. Okay, werden wir herausfinden, welches Schiff. Aber ich glaube, ich kann hier speichern. Jo. Das soll erstmal für den Anfang reichen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich guck mal, wie viel Platz das Spiel direkt frisst. Aber ich denke mal, das wird ähnlich wie Mass Effect 1 sein. So.
bis zum nächsten Mal. Ciao.